Hey Skat-Freunde, ich wollte euch noch ganz kurz von der deutschen ISPA-Meisterschaft berichten, die am vergangenen verlängerten Pfingstwochenende in Bonn ausgetragen wurde. 2 Tage lang Mannschaftsmeisterschaft, danach noch 2 Tage Einzelmeisterschaft und ich wollte ja erst nicht mal hin, denn in der abgelaufenen Saison hat sich meine Mannschaft nicht mit Ruhm bekleckert. Das erste Mal seit langem haben wir uns nicht für die Königsklasse, für die Bundesliga-Endrunde qualifiziert. Zum Glück, muss ich sagen, sind wir dann aber doch kurz entschlossen noch mit einer Vierertruppe zum Ligacup gefahren, danach noch Einzelmeisterschaft und was soll ich euch sagen, es war wieder mal ein herrliches Turnier, ich habe nichts bereut, super organisiert, tolle Location im Maritim Hotel in Bonn, über 600 Skatfreunde und herrliches Wetter. Herz, was willst du eigentlich mehr? Natürlich gab es dutzende spannende Situationen, interessante Partien, Herzschlagfinale, Siegerstrahlen und auch natürlich das ein oder andere enttäuschte Gesicht, wenn es nicht ganz gereicht hat. Bei mir an den Tischen alleine unzählige, ganz knifflige und interessante Partien. 2 Highlights habe ich jetzt einfach mal rausgesucht. Diese Verteilung und den Verlauf durfte ich beobachten in der letzten Serie der Mannschaftsmeisterschaft im Liga-Cup. Es war an den vorderen Tischen, also es ging um die Goldmedaille und im ersten Moment sieht die Karte des Alleinspielers gar nicht spektakulär aus. Es ist das übliche 6 Trümpfe, Ass zu dritt, Kreuz Dame König gedrückt, also hier noch eine Kreuz Lusche an der Seite und Pik war Trumpf. Im Spielverlauf entwickelt sich aber eine ganz interessante Konstellation und das kam so. Der erste Stich dürfte dem Alleinspieler durchaus gefallen haben. Karo König, Karo Ass, also wie bestellt. Ein Stich hier mit dem Trumpf König, jetzt auf 26 Augen. Und der Alleinspieler zog jetzt hier den Herzbuben. Gut, Herzbube empfehle ich jetzt nicht unbedingt, spiele ich ungern, kann im Endspiel gut mal eine schöne Gabelstellung sein. Auch gegen einen blanken Buben ist ja vielleicht nicht unbedingt das Beste. So wurde es aber gespielt. Und es fiel jetzt hier die Pik 10 und der Pik Bube, 14 Augen. Und jetzt kam auch ganz typisch, sage ich mal, einfach die geöffnete Farbe zurück, Karo Lusche. Und das war natürlich eine wunderbare Gelegenheit, auf wenig Augen hier die Kreuz Lusche zu entsorgen. Hinten Karo 10, 24 und es folgte die Kreuz 10, Kreuz 10, Kreuz Lusche. War aber zu spät, Kreuz war abgeworfen, also ein weiterer Voller für den Alleinspieler. Mit dem Pik Ass steht er jetzt schon auf 47, also das Spiel hat sich an sich sehr gut bis dahin hingespielt und wenn das Herz Ass jetzt noch läuft, dann wird der Spieler wohl immer gewinnen. Es fehlen dann noch 3 Trümpfe und er spielt jetzt hier tatsächlich noch einen weiteren Trumpfunterzug, soweit in Ordnung und kurz bevor das Spiel hier in den sicheren Hafen 1 laufen will, gibt es plötzlich noch ein bisschen Widerstand. Es steht tatsächlich Trumpf dreimal noch bei dem Spieler links. Kreuz Ass wird geladen, damit jetzt 35 für die Gegner und es folgte Karo Dame, Herz Dame. Ja, der Alleinspieler entschloss sich hier die Herz Lusche abzuschmeißen, damit sind es 41. Und Vorhand setzte gnadenlos weiter fort mit Karo, Karo Lusche, Kreuz Lusche. Und das war natürlich wieder nicht viel. Und so konnte auch der Herzkönig noch auf 45 Augen abgeschmissen werden. Jetzt allerdings ärgerlicherweise kam noch ein weiterer Karo Mensch. Wo hat denn vorhin die ganzen Karos her? Es wurde wieder eine Lusche geschmissen. Und jetzt war es dem Alleinspieler natürlich zu bunt gestochen. 50 Augen. Und Herz Ass gezogen, allerdings, oh Schreck, und das war ja an sich bekannt, dass da noch 2 Buben stehen. Es wird gestochen, es fällt die Herz 10 und das schöne Spiel war im Eimer und der Alleinspieler ärgert sich. Mensch, ist das nur möglich? 4 Trumpf wieder dagegen und eine Farbe frei. Und statt sich zu ärgern, hätte er vielleicht hier irgendwo nochmal den Kopf anstellen sollen und sich die extra Gedanken machen können, wie das Spiel trotz der üblen Verteilung zu lösen gewesen wäre. Habt ihr es gesehen? Gehen wir doch hier nochmal einen Stich zurück. Denn das ist das Schöne, wir müssen gar nicht so weit zurück. 45 Augen lagen und dann kam hier die Pik, die Karo Lusche mit der Herz 7 und
Das sieht man zwar nicht oft, es ergibt sich auch nicht so oft, aber es war doch an sich schon klar. Und es war sogar schon klar, als hier auf die Karo Dame im sechsten Stich abgeschmissen wurde, dass der Spieler in Vorhand noch die beiden Trümpfe und drei Karos hat, also gar kein Herz haben kann. Da hätte es einem schon dämmern können, aber spätestens in diesem Stich muss es doch klar sein, denn die beiden Trümpfe waren ja definiert. Also jetzt der Abwurf, Herz Ass, es kann sowieso nicht laufen. Auf 56 Augen, das wäre es gewesen und dann hätte hier wieder mal unverhofft eine wunderbare Trumpfgabel im Endspiel gestanden und das Spiel wäre allen widrigen Umständen zum Trotz doch noch gewonnen. Diesen sehr verheißungsvollen Ansatz mit zweimal Ass 10 und einem dritten Ass bekam ich in der vierten von sechs Serien der Einzelmeisterschaft. Zu dem Zeitpunkt saß ich an Tisch 20, das Spitzenfeld war also schon ein Stück weg und insofern klar, dass ich das Risiko ein wenig erhöhen wollte und musste. Mittelhand passte sofort, ich bot 18, Vorhand stieg auch aus und im Skat fand ich enttäuschenderweise zwei Luschen. Was interessant natürlich war, dass ich jetzt wirklich von jeder Farbe drei Stück hatte. Und mir war relativ schnell klar, Pik will ich jetzt zum Trumpf machen mit einer guten Beikarte, Pik ohne 7, also sicher ein Risikospiel, aber auch gute Chancen. Und jetzt war ich am Überlegen, wie ich das am besten drücke, denn ganz klar war mir schon, das ist so eins dieser Schlüsselspiele, die man manchmal in einer Serie hat, wo sich dann entscheidet, ob es wirklich nach oben oder nach unten geht. Beide Herz-Luschen zu drücken, diese Variante habe ich als erstes aussortiert, dann brauche ich wohl immer noch 5 Stiche und das ist doch vielleicht die Variante, die am wenigsten wahrscheinlich ist. Ernsthaft abgewogen gegeneinander habe ich jetzt zwei Möglichkeiten, entweder zwei volle drücken in Kreuz und Karo und dann versuchen das Spiel mit drei Stichen zu gewinnen. Damit das funktioniert, muss ich dann natürlich entweder die Herz 10 fangen oder drei Bilder. Ein Bild habe ich natürlich hier schon pflichtmäßig in Herz, da ich zwei Luschen selber führe. Ein weiteres könnte mal dadurch erobert werden, dass ich in Hinterhand sitze und eins mal ausgespielt wird. Nichtsdestotrotz brauche ich dann immer noch in Karo oder Kreuz ein weiteres blankstehendes Bild. Die andere Variante, für die ich mich dann letztlich auch entschieden habe, die besagt einen vollen drücken und dann noch die Pik Dame mit in den Keller, 13 Augen. Und damit ist das Spiel jetzt angelegt auf 4 Gewinnstiche. Ein bisschen ärgerlich, dass ich mich jetzt hier schon entscheiden musste, welche Farbe soll denn doppelt laufen. Und ich habe hier Kreuz, Ass und 10 in der Hand gehalten. So lief das Spiel dann los. Herz König, Herz Dame wäre sicher eine sehr freundliche Eröffnung, wenn ich die zwei vollen gedrückt hätte, dass da schon zwei Bilder liegen. So ist das mit natürlich noch nichts entschieden. Das Ass wird gleich rausgenommen, damit 31. Trumpf ziehen kann ich mir natürlich nicht erlauben, sonst könnte auf nachgespieltes Herz, Kreuz oder Karo abgeschmissen werden. Also gleich über die Dörfer, Augen zu und durch. Jetzt also Daumen drücken und es fiel Kreuz 7 und Kreuz König. Und diesen Kreuz König habe ich natürlich gar nicht gern gesehen. Auch wenn ich damit auf 46 stehe, scheint es eben nicht so, dass Kreuz doppelt läuft und den brauche ich doch. Von daher jetzt immerhin, dank der Pik Dame, die auch im Keller ist und 46 liegen, die Nebenchance, das Spiel auch mit drei Stichen zu gewinnen, wenn jetzt auch der Karo König blank wäre. Doch, ich fange auf das Karo Ass, die beiden Luschen. Damit 57 und jetzt nur noch der letzte Strohhalm, die Hoffnung, dass der Spieler in Hinterhand mich geblufft haben könnte und zum Kreuz König noch die Kreuz Dame führt und den König extra gelegt hat, damit ich diesen Doppelläufer eben nicht ziehe. Also noch einmal Daumen drücken, doch dann fiel das Pik Ass und ich hatte dieses Spiel verloren, habe nur 57 bekommen. Wenigstens stellte ich im Spielverlauf fest, auch die Karo 10 wäre nicht gelaufen, von daher habe ich mich hier nicht einfach für den falschen Doppelläufer entschieden, sondern es wäre nur die Variante gegangen, mit drei Stichen das Spiel zu gewinnen. Ich bin trotz alledem mit meiner Entscheidung grundsätzlich einverstanden. Die Chancen sind, glaube ich, sehr eng zusammen. Ich denke fast, dass diese ein wenig höher war. Hat mir in dem Spiel nichts genützt. Es gab 176 Miese und von daher war einigermaßen klar, nach ganz vorne will ich in diesem Turnier nicht mehr kommen.
Das soll es von mir zur deutschen ISPA-Einzelmeisterschaft gewesen sein. Für die ganz besonders Neugierigen unter euch habe ich hier einfach nochmal die Ergebnislinks reinkopiert. Könnt ihr wirklich jede Serie nachvollziehen. Und damit bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich bin schon richtig heiß, freue mich richtig auf das nächste große Event, die Weltmeisterschaft im August in Berlin. Freue mich, viele von euch da zu sehen, vielleicht auch das eine oder andere neue Gesicht. Und bis dahin wünsche ich wie immer gut Blatt.